Moin Moin, an einem VW T5 oder an einem Transporter will ich euch zeigen, wie ihr den Ladungssensor wechselt, der nach dem Turbolader in der Ladungsschiene oder im Ladungsschlauch sitzt, der sozusagen den Ladungsdruck nochmal nachmisst. Und zwar haben wir hier folgendes Problem: Der Ladeluftdruck ist hier zu hoch und dadurch geht das Fahrzeug manchmal in Notlauf, in eine Störung. Meistens hat man den Ladeluftdruck ja zu niedrig, wenn irgendwo ein Leck ist, wenn irgendwo was undicht ist. Und in dem Fall haben wir wirklich den Ladeluftdruck zu hoch und aus dem Grund wollen wir diesen Sensor einmal wechseln, da wir davon ausgehen, dass der einen weg hat. So, mein Ladedrucksensor befindet sich in dem Fall unter dem Kühlmittel- oder Ausgleichsbehälter an dem Ladeluftschlauch und misst den ganzen Ladeluftdruck. Und dementsprechend, wenn der einen weg hat, kann er natürlich falsche Werte an das Steuergerät weitergeben und ja, dadurch kommt es zu Fehlermeldungen, wie zum Beispiel zur Motorkontrollleuchte oder zum Leistungsverlust und verschiedene andere Sachen. Ich nehme jetzt einmal die zwei 25er Torx-Schrauben von dem Ausgleichsbehälter hier weg, einmal den Stecker hier runter und ja, dann kommen wir schon an den Sensor ran. Der ist dann mit zwei Schrauben hier noch geschraubt. Dann zoome ich euch etwas näher und zeige euch, wo er sitzt und wie man den noch ausbaut. Das ist eine 30er Torx. Den einmal hier nur zur Seite, so dass er uns nicht stört, und dann hole ich euch schon einmal rüber. So, so da sitzt schon mein Ladedrucksensor. Einmal den Stecker entfernen, und zwar den Stecker draufdrücken, die Nase nach oben hin entriegeln. Dann kann der Stecker nach hinten hin entzogen werden. Und jetzt habe ich hier 1 und 2 20er Torx-Schrauben, die beide einmal raus. Und dann kommt der neue Sensor schon rein. So, den jetzt einfach nach oben hin etwas mit Drehen, mit Drehbewegung rausziehen. So, ganz wichtig, dass hier der Ring mitkommt und der sollte auch immer mit ersetzt werden. Und ihr seht, der ist hier voll mit Öl. Eventuell ist das schon eine Ursache, warum er ja falsche Angaben weitergibt. Da kommt auf jeden Fall der neue rein. So sieht der neue aus, schön sauber, der Dichtring ist drauf. Das Ganze hier wieder zurückbauen. Beide Schrauben handfest. Jetzt den Stecker zurück und dann kommt mein Ausgleichsbehälter schon von oben wieder zurück positioniert. Da muss auch nichts angelernt werden. Achtung, hier muss der Stecker einrasten. Jetzt. Ausgleichsbehälter hier zurück positionieren. 30er Torx-Schrauben zurück und dann nur noch den Stecker wieder zurück montieren. Und das war's auch schon. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, dieses Video hilft euch und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten gute Fahrt, frohes Schaffen und bis zum nächsten Mal. Ciao.